Bahnübergänge sind ja dafür gedacht, die Gleise per Auto, dem Rad oder zu Fuß überqueren zu können. Aber wie sinnvoll ist es, erstmal einen Bahnübergang zu bauen, obwohl es noch gar keinen Weg gibt? Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und tatsächlich will man im sächsischen Gelände auch einen Weg bauen. Aber das kann alles noch richtig lange dauern. Er ist schick, technisch auf dem neuesten Stand und funktioniert auch einwandfrei, dieser Bahnübergang im sächsischen Gelenau. Absolut sicher kommt man hier über das Gleis, doch leider nicht weit. Viele Einwohner sehen deswegen rot. Das kann nicht sein eigentlich, dass ein wunderbarer Übergang ist und man guckt links und rechts ins Ahnungslose. Die Deutsche Bahn hat ja sehr viel Geld verbaut und es geht nichts los durch... Naja, kann man drüber lachen, aber ist schon blöd. Schon lange hoffen die Gelenauer auf einen Radweg, damit sie zwischen Kamenz und Pulsnitz nicht mehr auf der Straße fahren müssen. Seit 2009 ist der Weg geplant, in Teilen auch schon gebaut, nur hier verspätet er sich. Den Übergang mit allem Pipapo hat die Bahn trotzdem gebaut und dafür 714.000 Euro investiert. Schranken ins Nichts. Für die einen ein Schildbürgerstreich, für die anderen, zum Beispiel im zuständigen Straßenamt, kompliziertes deutsches Recht. Die Grundstücke, die wir mit dem Radweg queren, müssen uns, beziehungsweise die Eigentümer müssen uns entweder Bauerlaubnisse erteilen oder eben auch die Grundstücke übereignen, denn sonst können wir auf der Strecke nicht bauen. Und das sind eben harte Verhandlungen, die völlig zu Recht in einem Rechtsstaat nur mal eine Weile dauern. Sozusagen in vorauseilendem Gehorsam hat die Bahn einen Fahrradübergang aufs freie Feld gesetzt. Monika Wasinke wohnt direkt am Gleis, ist wie viele Einwohner auf 180. Und jeder, der hier vorbeikommt, wundert sich, was soll das Ding? Was das soll? Ja, ich kann nur bloß antworten, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was hier noch gebaut werden soll. Der Radweg kommt, beruhigt das Straßenamt die Bürger. Niemand weiß aber wann. Bis dahin können sich die Gelenauer noch reichlich wundern über die vielleicht sinnloseste Schranke Deutschlands.